Heute geht es um das Thema Buttonmaschine. Kiki war so frei und hat sich 2 Buttonmaschinen gekauft. Ach, ich stehe so auf die Teile. Ich fand das immer so cool, wenn ich das im Internet auf irgendwelchen Blogs gesehen habe. Und ach, ich finde das einfach so spitze. Und da stehen sie, die 2. Ich kann damit 25 mm Bottle Caps, wollte ich gerade sagen, Buttons machen und 38 mm. Das sind, glaube ich, 1 Inch und 1,5 Inch müssten das sein. Und jetzt wollte ich euch die Geräte mal vorführen und zeigen, wie das funktioniert. Das ist die 38 mm Buttonmaschine von Badgematic. Die ist ziemlich hochwertig gefertigt. Das Gerät ist auch sehr schwer. Und ja, ich präsentiere euch jetzt mal, wie man das so macht mit den Buttons. Und weise euch erstmal in das Gerät ein. Das hat hier eine 1 eingraviert. Da wird zuallererst dieses Metallplättchen, also dieses Button-Oberteil draufgelegt. Dann nehmen wir uns unser vorgefertigtes Papier. Ich habe mir jetzt hier ein paar Eulenmotive vorbereitet. In der entsprechenden Größe. Und ich zoome das jetzt mal ran. Dann wird das Papier hier draufgelegt. Dann kommt die dünne Folie drauf. Und dann schwenkt man das hier rüber. Huch, Papier. Dann betätigt man den Hebel. Und danach wird noch hier die Nadel eingespannt. So. Und dann schwenkt man das wieder rüber. Und betätigt den Hebel nochmal. Und dann ist euer Button fertig. Es geht also ziemlich schnell, wie ihr sehen könnt. Und das zeige ich euch jetzt nochmal in Nahaufnahme bei einem weiteren Motiv und dann das Ganze nochmal mit der 25 mm Maschine. Jetzt habt ihr mal einen ersten Eindruck bekommen, wie so eine hochwertige Buttonmaschine funktioniert. Und jetzt möchte ich euch noch das Zubehör zeigen. Das, was man halt so braucht dafür. Das sind einmal hier diese Beute. Das ist jetzt ein Paket für 500. Da sind entsprechend hier diese Rückseiten drin mit den Nadeln. Und hier sind die Button-Oberseiten. Diese gewölbten. Und dazu dann noch in der entsprechenden Größe hier diese durchsichtigen Folien. Das wären jetzt hier die entsprechenden für 38 mm. Und ja, hier ist auch der Sack für 38 mm Unterteile. Und der große Sack mit den Oberteilen. So, also ihr kennt ja den herkömmlichen Weg, wie man Buttons sich an die Kleidung steckt. Jetzt, weil ich ja natürlich gerne Karten bastel, möchte ich das halt auch kombinieren und würde zum Beispiel sowas machen. Ist einfach ein simples Kärtchen mit einem Button dran. Und das ist hier jetzt der kleine. Dann bei den größeren Karten, bei den normal großen Karten, könnte ich mir jetzt halt die 38 mm gut vorstellen. Und da habe ich jetzt die Nadel hinten rausgezogen. Es gibt allerdings auch noch Rückseiten als Zubehör zu kaufen. Da ist zum Beispiel auch eine Magnetoberfläche. Das heißt, man könnte ja, halt auch Magnete machen oder halt eine flache Metallrückseite.
die entsprechend würde ich mir dann nachbestellen, um das halt besser auf die Karten kleben zu können, weil bisher ist es nur jetzt mit dem Rand befestigt. Und jetzt zeige ich euch nochmal die Buttons, die wir eben gemacht haben, von Namen. Das hier ist jetzt hier der große Button mit der süßen Kniepseule. Und hier die nochmal und die zwei kleinen, das waren hier die. Putzig, oder? Oh, ich liebe die. Und das sind jetzt halt so Designs, die habe ich bei Etsy gekauft, bei Cherry Clip Arts. Da kann man sich halt Bottle Cap Images oder Button Images, wie sie da alle heißen, bestellen. Und wo habe ich die anderen? Ich habe mir halt schon ein paar ausgedruckt. Unter anderem halt einmal auf etwas dickerem Papier und einmal auf normalem Kopierpapier. Und dann hier die kleine. Also ich würde halt schon empfehlen, das dünne Druckerpapier zu nehmen oder ein nur ganz minimal dickes, weil wenn man so richtiges Tonpapier nimmt, beim Pressen, da franzt es dann am Rand aus, weil das Papier einfach zu starr ist. Also sollte sich halt schön um diese gewölbte Oberfläche von dem Button halt legen. Und das geht halt natürlich bei dünnerem Papier besser. Aber trotzdem wollte ich euch mal hier den Vergleich zeigen. Also ich finde die Qualität von dem dicken, beschichteten Papier natürlich schon ein bisschen besser. Ich versuche das mal zu zeigen. Das ist jetzt mit dem Laserdrucker gemacht. Also die Qualität ist schon nicht schlecht, aber rein optisch gefällt mir irgendwie, ich weiß nicht, ob das in der Kamera rüberkommt, das hat so einen leichten Glanzeffekt, weil das auch ein super hochwertigeres Papier ist, was schön glatt und beschichtet ist. Das gefällt mir halt besser, das wollte ich dann auch nochmal testen, weil das hat eine Stärke von 210 Gramm. Sorry. Wollte ich halt mal schauen, ob das genauso gut funktioniert. Ja, das war es erstmal zu den Buttonmaschinen. Wollte ich dazu noch was sagen? Ach, wir haben was Wichtiges vergessen. Wie kann man die denn ausschneiden? Haha, mit der Hand mache ich das bestimmt nicht. Und zwar, die kleinen sind ja 25 mm groß. Und dann habe ich mir einfach dazu einen 3,2 cm Kreisstanzer geholt. Das sind 1,5 Inch. Und ihr hattet ja gesehen, ich habe die immer so ausgeschnitten. Wo sind sie jetzt? Da ist so ein kleiner Rand drumrum. Das ist quasi die Toleranz. Das, was halt so um die Buttonoberfläche gelegt wird. Und da muss halt entsprechend das zu sehen. Muss halt das entsprechende Motiv, was zu sehen sein soll, kleiner sein als der Kreisstanzer. Weil sonst geht euch natürlich das Motiv weg, wenn das gepresst wird. Genauso ist es dann halt mit den größeren Motiven. Wow, jetzt fliegt mir das schon fast durch die Gegend hier. Das hat auch so einen breiteren Rand und dazu nehme ich einen 5 cm Kreisstanzer. Damit funktioniert das halt perfekt, weil das genau die Größen sind, wie auch diese Folienpapiere hier, ne? Genau dieselbe Größe. So, wenn ihr jetzt was wissen wollt, wo man das bestellen kann, das verlinke ich dann in der Infobox. Und ja, dann fröhliches Basteln und bis zum nächsten Video. Tschüss!